16 gab. Der mutmaßliche Serienmörder von Toulouse wird offenbar gefällt. Die Beamtsquelle im öffentlichen Dienst hat wieder NRW erfasst. Der mutmaßliche Serienmörder von Toulouse ist offenbar gefällt. Er hat sich in einem Mehrfamilienhaus verstanden. Die Behörden sind optimistisch, dass sich der 24-Jährige ergibt. Noch ist der Mörder in der Wohnung ausgerüstet mit mehreren Waffen, darunter eine Kalaschnikow. Und immer wieder sind auch noch Schüsse zu hören. Es ist durchaus möglich, dass der Mann mit seiner Ankündigung in ein paar Stunden selbst zu ergeben nur auf Zeit steht. Als Franzose algerischer Herkunft, der sich offenbar als Gotteskrieger sieht und den Polizisten vor Ort viel über sein Engagement für das Terrornetzwerk Al-Qaida erzählt. Da er sowohl die Soldaten als auch den Lehrer und die Kinder von der jüdischen Schule erschossen hat, gab er den Beamten gegenüber bereits zu. Dort ja denkt beinahe in Paris. Bei uns in NRW laufen wieder Bahnstreiks im öffentlichen Dienst. In Düsseldorf, Köln und hier in Ruhrgebietstädten soll der Nahverkehr den ganzen Tag lang lahmgelegt werden. Auch Kita, Stadtverwaltung oder Schwimmbäder sagen zu. Es ist der zweite Ausstand in NRW und damit die zweite Warnstufe, heißt es von der Gewerkschaft Verdi. Zurzeit deutet alles auf einen unbefristeten Streik hin. Verdi selbst hatte den ins Spiel gebracht, im Falle, dass die Verhandlungen scheitern. Die Arbeitgeber wollen ihr bisheriges Angebot nicht nachbessern. Die Finanzlage der Kommunen lasse das nicht zu, heißt es. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten beim Bund und bei den Kommunen 6,5% mehr Geld. Die Arbeitgeber bieten ungefähr die Hälfte, verteilt auf 2 Jahre. Viele Frauen verdienen auch